Herzlich willkommen zurück bei der nächsten Ausgabe von Pflanzen gegen Zombies. Und wir haben ja letztens ja viele Informationen durch das Lexikon hier. Viele Informationen über Pflanzen, aber auch über die Zombies schon erfahren. Und wir werden jetzt natürlich direkt weitermachen. Ja, lach nicht so doof, Zombie. Hallo Nachbar. Hey, willst du einen zusätzlichen Samenplatz kaufen? Er kostet 5000 Euro, aber du kannst dann in jedem Level unter 8 statt nur 7 Samen wählen. Ja, wir können noch eine weitere Pflanze noch zusätzlich nehmen. Super. 5000, ja. Fantastisch. Klasse. Ja, finde ich auch. Ah ja, und hier machen jetzt die Football-Zombies mit. Was die so drauf haben, das werden wir gleich sehen, meine Lieben. Bis gleich. Gut, hier melde ich mich wieder zurück. Schaut oben bei meinen Pflanzen. Ich habe jetzt genau 8 Pflanzen, die ich jetzt aussuchen konnte. Und ich habe jetzt hier den Stinkepilz. Dann, ja, den Sonnenpilzen habe ich nur für einen Glitch benutzt, weil er nur 25 kostet. Dann habe ich hier den Grabfresser, den Stinkepilz, den Hypnopilz, die Walnuss, die Hagelzuckererbse und natürlich den Duplinator. Genau. So, und dann wollen wir mal schon mal direkt anfangen damit. Oh ja, das sieht gut aus. Mal gucken, wo der erste Zombie kommt. Ah ja, genau da oben. Fantastisch. So, genau da vor die Nuss. Nein! Zum Teufel, ihr bekommt mein Gehör nicht, ey. Ihr doofen Zombies. Tja, ja, die kapieren es einfach nicht. So, erstmal die ganzen Gräber wegmachen. So. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ob jetzt hier auch die Fliegengitter-Zombies mitmachen. Ich hoffe nicht. Da habe ich nämlich... Oh, scheiße. Oh, scheiße, 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 scheiße. Football-Zombie. Die haben eine verdammt hohe Verteidigung, ey. Ihr seht ja, wie lange die Pflanzen brauchen dafür. Wahnsinn, ey. Alter Schwede. So, mein Gott, ich habe hier kaum Zeit, irgendwie was zu pflanzen, ey. Alter. So. Ich brauche wieder Walnüsse, ey. Ganz dringend. Bitte. Eigentlich kann ich... Ja. Das so machen. Ah ja. Ist ja schon die letzte Welle. So, und jetzt kommt garantiert auch nochmal ein Football-Zombie. Wetten wir? Jawohl. Den pflanze ich mal vor der Walnuss und dann passiert Folgendes. Genau. Und er marschiert jetzt auf der rechten Seite und dann ist er auch automatisch besiegt. Und da haben wir es schon. Super. Ha, ja, wieder ein weiterer Pilz. Der sogenannte Angsthasenpilz. Distanzschütze, der sich versteckt, wenn sich Feinde nähern. Ja, deswegen heißt er auch so, ne? Ist aber trotzdem richtig praktisch. Ah ja, jetzt machen da auch wieder welche mit.